Leute, es geht weiter hier in Yooka-Laylee. Ich hoffe mal für euch, dass ihr euch abgetrocknet habt. Von der letzten Abenteuerreise durch das Pixelmeer. Habt ihr's? Wenn nicht, kriegst du Stress hier mit Yooka und Laylee zu tun. Keine Ahnung, was das soll. Auf jeden Fall, Leute, geht's hier weiter, nachdem es letztens wieder Probleme gab mit Aufnahme und alles drum und dran. Ich hoffe mal, diesmal funktioniert's. Ah, jetzt bin ich wieder bei der Elgato. Hurra, hurra. So, wir sind eigentlich beim Nachholen stehen geblieben. Haben jetzt auch schon die erste Welt abgeschlossen, zu 100%. Und nun geht's weiter, ich würde mal sagen, mit unseren neuen Fähigkeiten hier können wir wieder in die Casino-Welt. Allerdings möchte ich hier nochmal was ausprobieren, weil probieren geht über studieren. Wie geht die Fähigkeit nicht? Diese. So müsste sie funktionieren. Und schauen wir mal, ob das so klappt. Yep. Das hat nämlich etwas mit dem Thema zu tun, das ich heute ansprechen möchte. Yes. Wir haben ein Rätsel gelöst, in Anführungszeichen. Weil das habe ich leider jetzt in der Zwischenzeit erfahren, wie man das hier macht. Ist zwar schade. Hätte es selber gerne herausgefunden. Aber ist jetzt einfach so. Süderle. Schauen wir uns mal kurz hier noch um, ob es hier wirklich nichts gibt. Oh, was sind das für Akkros, ey? Vielleicht gibt es ja hier irgendwo eine Feder, ne? Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Man muss da immer achtsam sein. Bei diesen Spieleentwicklern. Was, wenn ich da auf die Röhre gehe? Ich probiere es lieber nicht aus. Gut. Vielleicht kann man ja da irgendwie rauf und irgendetwas sehen. Schaffe ich sie rauf oder nicht? Schaut mal nicht so aus. Vielleicht schaffe ich sie auch. Vielleicht irgendwie. Oh, seht ihr diesen Schatten? Das ist ein Schatten, der ein Schatten ist. Wusstet ihr das? Süderle, dann würde ich sagen, wir können da wieder weg. Dann stimmt das also. Ich habe nämlich gehört, dass es hier bei diesem Ort nichts mehr anderes gibt, als dieses Pacey, das man irgendwie durch das Betätigen des Salters bekommt, ne? Gut, ist da noch irgendwas? Naja. Ich könnte natürlich jetzt schneiden, nee. Die Welt ist eh gleich um die Ecke. Dann würde ich sagen, kann es ja losgehen mit dem Thema. Nämlich, ich habe da, warum auch immer ich das gemacht habe, ich habe mal wieder so ein, ja, wie soll man sagen, so ein Review-Video angeguckt von Yooka-Laylee. Habe ich ja eh letztens mal angesprochen, das Thema. Ja, wie nennt man es? Nicht Feedback. Kritik, so, komplizierte Sportkritik. Das hat mich einfach so angelächelt und ich habe mal da drauf geschaut, was jener Typi zu sagen hat. Muss aber auch zu seiner Verteidigung sagen, bevor ich irgendwas loswerde. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Aber auf jeden Fall, der Typ scheint wenigstens irgendwie Einsicht zu haben. Willkommen im wundervollen. Erweitert? Habe ich das erweitert letztens? Verführerisches Spiel, ja. Habe ich das? Oh. Okay. Voll vergessen. Habe ich das wirklich? Naja. Yes, warum schaue ich mir das eigentlich an? Naja, es sind eben sehr viele Wege, würde ich sagen, die sich geöffnet haben hier. Ja, mehr zocken. Naja. Wie schon versucht anzusprechen, scheint er wenigstens irgendwie Einsicht zu zeigen. Ich habe mittlerweile auch schon gehört, da gehe ich jetzt mal nicht rein, dass, ja, sagen wir jetzt mal, dass es sehr im Trend war, zu Release-Zeiten von diesem Spiel, dass man hier dieses Spiel gehatet hat und ja, in Grund und Boden gekrittet hat.
gekrittert, versteht ihr? Weil Critical Hit und dann ist das voll... Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall davon schon mitbekommen. Was genau so arg kritisiert wurde, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung, ob ich mir das auch noch antun möchte, mir das alles anzuhören. Ich bin da ja eher jemand, der sagt, ja, lassen wir die Leute einfach denken, wie sie wollen. Es kommt ja eh letzten Endes drauf an, wie du das Spiel genießt. Wie kommt man da bitte drauf? Dementsprechend, ja. Naja. Aber wie schon gesagt, das hat mich so angelächelt, das Video, und da habe ich mal drauf geschaut. Und er hat wenigstens Einsicht gezeigt. Es ging nämlich zum Beispiel... Bei seiner Kritik hat er voll außen vor gelassen, dass ja eigentlich hier eine komplett neue Spielefirma ist, ne? Zwar alte, eingesessene, ja, wie soll man sagen, Leute. So, das muss ich jetzt wie werkstelligen. Okay. Gut. Mal schauen, was passiert eigentlich, wenn ich einfach so herumtue? Kann ich das wieder so entfernen? Oder muss ich das wieder aktivieren? Uff. Wisst ihr was, ich probiere es erst bei dem, wo ich weiß, dass ich da fix was Gescheites bekomme. Das war da drüben, ne? Naja, wo war ich denn jetzt schon wieder? Wo bin ich stehen geblieben? Ach ja, bei der Kritik. Er hat außen vor gelassen, dass er eigentlich eine komplett neue Firma ist. Und das hat jemand in die Kommentare geschrieben. Und da hat er wenigstens... ist er auf den Kommentar eingegangen und hat dann auch eingesehen, dass er das außen vor gelassen hat. Ne? Weil das ist schon ein Unterschied, muss man auch sagen. Was ist denn der Unterschied zwischen... ja, die alten Zeiten, zu Banjo-Kazooie-Zeiten, Donkey Kong 64 und alles drum und dran. Was ist denn da der große Unterschied zu jetzt mit Yooka-Laylee? Denkt mal nach. Und? Habt ihr es rausgefunden? Ja, vielleicht. Es ist nämlich, die Ressourcen. Damals hatten ja die Entwickler Nintendo hinter sich, kann man sagen, ne? Die schauen sich das natürlich dann auch an, haben vielleicht gewisse Vorstellungen, haben auch dementsprechend ihren Einfluss auf das Endprodukt. Und hier haben wir das natürlich nicht. Da ist es dann was komplett anderes. Und ich denke mal, das lassen sehr viele außen vor, haben sich beirren lassen durch diesen ganzen Hype mit, oh, das neue Banjo 3, oh, was absoluter Blödsinn ist, weil das müssten ja dann die kompletten neuen Entwickler und die komplett gleichen Entwickler sein, was ja teilweise der Fall ist, allerdings auch die gleiche Konstellation wie früher, ne? Das ist es aber nicht. Und deswegen, ja... scheint es mir ziemlich fragwürdig zu sein, die Vorstellung mancher Leute. Und das dann so reagieren wie kleine Kinder drauf. Nee. Naja, darum ging es bei jener Kritik ja gar nicht. Hat ja auch positive Punkte zum Vorschein gebracht. Ach, wisst ihr was, das mache ich dann offscreen. Bevor ich da jetzt stundenlang herumsitze. Naja. Darum ging es nicht. Auf jeden Fall nur mal das gesagt für die Leute, die denken, das ist jetzt wirklich, hat das gleiche Potenzial wie Banjo 3 gehabt von Anfang an. Das ist eine unrealistische Erwartungshaltung, ne? Es ist eigentlich ein komplett anderes Spiel. Na, nicht ein komplett anderes Spiel, allerdings doch ist seine eigene Serie mit anderen Bedingungen als früher. Also da darf man dann nicht auf diese Schiene geraten. Es ist jetzt nicht so geworden, wie ich es mir gedacht habe teilweise. Und deswegen ist alles scheiße jetzt. Das habe ich auch manchmal das Gefühl. Auch teilweise bei dem ich da die Kritik mal angehört habe. Der scheint trotz allem eigentlich doch
ein korrekter Dude gewesen zu sein. Der versteht wenigstens Kritik von sich zu geben, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten. Die meinen, ja, Meinungsverschiedenheiten, das gibt's nicht. Meine Meinung zählt, wenn es nicht so ist, dann sind alle scheiße. Moment. Habe ich mir doch gedacht, ey. Ja. Kann ich da einfach so rüber? Ja. Bei dem habe ich nicht den Eindruck gehabt. Teilweise habe ich gewisse Züge, sagen wir jetzt mal, gesehen, die drauf hindeuten. Allerdings jetzt nichts Schlimmes. Wenn ich es nicht vergesse, dann werde ich einfach sein Video verlinken. Da habe ich auch kein Problem damit. Wie schon gesagt, ich denke schon, dass das ein korrekter Dude ist. So was ich da rausgehört habe von seinem Video. Also auch von, ja, wie er auf Kommentare eingegangen ist. Gut. Wo bin ich denn stehen geblieben jetzt? Ich wollte, glaube ich, auf ein paar Kritikpunkte eingehen und einfach mein Senf dann drauf. Mein Senf dazugeben, würde ich sagen. Kann ich nicht da einfach so rauf? Würde mir einiges ersparen. Nein. Warum kann man das nicht? Naja. Südeleden. Dann fangen wir mit einem Kritikpunkt an, den ich nicht nachvollziehen kann. Er hat nämlich gesagt, dass ja die Collectibles anscheinend in diesem Spiel, in Yooka-Laylee, ziemlich willkürlich verstreut sind. Im Gegensatz zu Banjo-Kazooie sind die alle mit irgendeinen Hintergedanken dort platziert worden, wo sie platziert wurden. Ne, die ganzen Federn und alles drum und dran. Das finde ich absoluten Bullshit. Muss ich so sagen. Sorry. Einfach weil... Nee. Das Beispiel, was er da im Video gleichzeitig gezeigt hat, verstehe ich auch absolut nicht. Weil da kann man auch gleich auf den Schluss kommen. Ja, das ist ja genauso willkürlich in Banjo-Kazooie verteilt. Das habe ich nicht verstanden. Weil... Die haben da dann natürlich schon Gedanken gemacht, wo sie das hingelegt haben. Wie soll ich denn das machen? Vielleicht gibt es da eine Box? Nope. Wie mache ich denn das? Ja, wie macht er denn das? So. Ach so. Da ist schon wieder was anderes, ne? Das ist ein anderes Konzept hier. So. Das muss man zuerst... Ach so, Moment. So. Ja, ungefähr, kann man sagen. Das gefällt mir sogar besser. Muss ich ehrlich sagen. Sollte so. Gut. Und jetzt, wenn es auftaucht, einfach stampfen. Nach den Bananen. Die taucht jetzt auf. Gut. Yes! Gut, so bekommt man auch die Dinger hier. Ja. Eintönig zum Beispiel, wie man es hier gesehen hat, ist es dann auch wieder nicht mit diesen ganzen Automaten. Mit den ganzen, aber nicht mit den vollen, sondern nur mit den ganzen. Keine Ahnung. Lasset mich quasseln. Ja, wie schon gesagt, könnt ihr auch gerne euren Senf dazugeben, wie ihr dazu steht. Findet ihr, dass die Collectibles irgendwie unwillkürlich irgendwie verstreut wurden hier in diesem Spiel, im Gegensatz zu Banjo-Kazooie, ne? Und Tui. Ich habe da auch das Gefühl... Auch wenn ich mir denke, dass dieser Dude im Prinzip eine korrekte Grundhaltung hat, habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, dass
ja, der oft auf die Schiene geraten ist, ja, Banjo-Kazooie hat das so besser gemacht, einfach weil. Und da habe ich das Gefühl, man muss halt extrem aufpassen bei so einer Thematik, ne? Ein Spiel, das man früher gezockt hat als kleines Kind und das jetzt so gesehen jetzt ein Reboot bekommt, sagen wir jetzt mal, in Form von einer neuen Serie. Nee, das möchte ich jetzt nicht. Muss man extrem aufpassen, dass man sich nicht blenden lässt von, ja, von seinen Erinnerungen. Weil vieles blendet man, so kommt man hin. Vieles blendet man ja komplett aus. Einfach weil es schon so lange her war oder weil dein Gehirn sich das ja auch zurechtdenkt, ne? Wenn es Erinnerungslücken gibt, dann ist es oft so, dass... Habe ich schon mit dir geredet? Egal. Ist es ja oft so, dass dein Gehirn sich den Rest einfach zusammendenkt, egal ob es richtig ist oder falsch. Also muss man da schon ordentlich aufpassen. Habe ich nicht letztens, aber ja, sagen wir vor 1-2 Jahren so einen Artikel in Welt der Wunder gelesen. Da ging es um das Thema eben Verbrechen und die Erinnerungen von Opfern. Und da haben es zum Beispiel ein Beispiel gebracht mit, es gab einen Unfall. Und in dieser Gegend gab es immer wieder Leute, die mit ihren Motorrädern so einen auf Party gemacht haben, sagen wir jetzt mal. Was soll ich denn hier machen? Achso. Und jetzt? Vielleicht so. Ich check's gerade nicht. Was ist das hier? Ja, komm. Ja. Ja, sicher. Hast kein Leben, ne? Der eine hat kein Leben gehabt. Einfach durch Try and Error, würde ich sagen. Was sich hier nichts bringt, wie es ausschaut. Nein, immer drei. Das gibt's doch nicht nochmal. Diesmal von dieser Seite. Ja, es ging eben darum, dass viele Einwohner dieser Gegend hatte schon im Vorhinein sich immer so zurecht gedacht, ja, das sind ja solche Rowdies, ne? Was tut man damit? Das sind ja alles so Rowdies, die durch die Gegend da so herumfahren. Genau so stand es auch drinnen. Und an dem Tag, wo es eben jenen Unfall gegeben hat, haben natürlich dann alle so ausgesagt, so als hätten es das hautnah miterlebt, dass das die Rowdies waren. Und letzten Endes kam heraus, dass dies eben nicht der Fall war. Sondern dass die Einwohner, weil sie schon so genervt waren, und sich schon so ein Bild zusammengedacht haben und dementsprechend das Gehirn dann letzten Endes selber was zusammengebraut hat, dass doch eine Vielzahl an Einwohnern dann so ein falsches Geständnis beziehungsweise ja, eine falsche Aussage gemacht hat. Das gleiche ist ja auch, wenn du zum Beispiel einen Überfall miterlebst, ne? Kann es ja auch sehr gut sein, wenn du dann nicht wirklich so drauf aufpasst, dir jetzt irgendwas zu merken von den Einbrechern, kann es ja sehr, sehr gut sein, dass du einfach, Moment, dass du dir einfach den Rest zusammen denkst und dementsprechend den, ja, Verbrecher vielleicht irgendwie anders erlebst, beziehungsweise im Kopf hast. Musik auf einmal. Das kann sehr, sehr schnell passieren und ich habe auch das Gefühl, wenn es wirklich um so Nostalgie geht, kann das sehr schnell bei Leuten eintreffen. Deswegen muss man da höllisch aufpassen.
Party, Party hier! Passt auch so zur Musik hier, wie sie ausschaut. Yes. Ja, was feiern die? Mir doch egal, ich mach alle fertig, ne? That's the way of life, ne? Naja. Also aufpassen, dass man hier nichts vergisst. Und weiter geht's hier. Attacke! Das war übrigens auch ein Kritikpunkt, dass es nicht so klar war, wofür jetzt eine Fähigkeit gebraucht wird oder jetzt diese Überschallattacke, ne? Das war irgendwie ein Kritikpunkt, wo ich mir auch gedacht habe, ja, das kann man nicht wirklich als Kritikpunkt angeben. Dass man selber nicht aufpasst und dann nicht realisiert, dass es für die Gläser, ne, diese Fähigkeit gibt. Diese da. Aber auch diese da. Es gibt ja die zwei, die man ja verwenden kann, um etwas zu zerbröseln. Das war halt auch ein Kritikpunkt, dass das nicht so klar war. Wo ich mir auch gedacht habe, du willst also, dass man dir das ganze Spiel vorkaut. Ist doch nichts dabei, dasselbe herauszufinden, oder? Und wenn es nicht funktioniert, dann musst du halt anders rangehen. Ist doch nichts dabei, oder? Gleiche Kritikpunkt war dann... Yes. Ich weiß jetzt nicht, ob das von ihm war oder generell. Ein Kritikpunkt nämlich, dass die Welten ja so groß sind und so leer. Ich glaube, das habe ich ja auch letztens angesprochen, ne? Mit die Welten sind so leer und alles drum und dran und so groß. Das kann sein, dass man so empfindet. Ich habe auch schon mitbekommen, dass im Vergleich zu Banjo, also im Vergleich Banjo-Kazooie und Tui, dass Tui da auch ziemlich schlecht abschneidet, im Gegensatz zum ersten Teil, einfach weil die Welten so verstrickt und so groß waren. Kann ich darauf? Nee. Da muss ich ja hüpfen, nicht vergessen, ne? Und da kann ich einfach mir nur denken, okay, die wollen so große Spiele nicht. Das kann man aber nicht wirklich als Kritikpunkt angeben, weil das einfach ein subjektives Empfinden ist. Und ich denke mal, Kritikpunkte sind jetzt wirklich Punkte, die man anspricht und wo man dann den Spieleentwicklern sagen kann, hallo, das müsst ihr wirklich besser machen. Keine Ahnung, irgendwelche Glitches oder Bugs zum Beispiel. Das kann man gerne als Kritik geben. Weil egal, wie da das subjektive Empfinden ist. Megatusch, bin schon wieder... egal, wie da das subjektive Empfinden ist. Das kann man von einem Spiel eigentlich schon erwarten, dass man daran arbeitet, ne? Warum hüpfe ich da nicht? Muss ich eigentlich diesen Boost machen? Die Kamera ist ja auch ein Kritikpunkt gewesen, wie man ja hier sieht. Das kann man auch kritisieren. Finde ich auch teilweise ziemlich schlecht. Mann, das wäre so einfach gewesen, ne? Das kann man auch kritisieren, ne? Das sind Punkte, die man kritisieren kann. Aber nicht wie dein Empfinden ist über große Welten. Natürlich, ja, wie die Welten ausschauen. Wie viel da drinnen zu tun ist. Da kann ich dann eher schon nachempfinden, dass man dann auf die Schiene gerät. Okay, das muss man besser machen. Allerdings habe ich auch das Gefühl, dass das auch ein subjektives Empfinden ist. Weil ist nicht hier... Bei diesem System, was für ein Genre ist das Spiel eigentlich? Das ist ein Open World Collectible, wie früher, ne? Natürlich im Vergleich zu Banjo-Kazooie. Da schaut es wieder komplett anders aus, weil die waren ja eigentlich kleine, kompakte Welten in Banjo-Kazooie. In Tui wurden ja die Welten dann wieder größer. Da gab es ja auch immer wieder Kritikpunkte an Tui, weil das alles so groß ist. Allerdings, wie schon gesagt, kann ich das nicht wirklich als Kritik sehen. So ein Empfinden kann ich da einfach... Ja, komm.
Ob man das zum Beispiel auch schlecht findet oder gut, das bleibt jedem selbst überlassen. Es ist eindeutig die Challenge hier, du musst durch das Rollen das schaffen, ne? So, ich hab's aber jetzt anders geschafft. Das kann man zum Beispiel arg kritisieren vom Level-Design her, dass das eigentlich schlecht so programmiert wurde. Allerdings kann man es auch anders sehen. Ich sehe das jetzt nicht so harsch. Ich sehe das einfach eigentlich, ne? Das Spiel bietet dir Möglichkeiten, etwas zu schaffen, auf unterschiedliche Art und Weise, ne? Dementsprechend weiß ich nicht wirklich, ob das so ein Kritikpunkt ist. Yay, Rutsche! Wenn man das verpasst, ne? Ich glaube, ich hüpfe mal rein. Achso, ja. Da ist ja ein Glas, das habe ich nicht gesehen. So. Come on, nein. Ach nee. Das ist auch ein Kritikpunkt, den ich schon gehört habe. Wie schon gesagt, ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt so gehört habe von dem Typi und was so ich von nebenan gehört habe, kann man sagen. Von nebenan. Einfach so, nope, so. Was ich einfach so mal gehört habe. Außer halt den ersten Punkt, den ich genannt habe, das habe ich ja von dem Typi gehört. Die anderen weiß ich jetzt gerade nicht. Wie schon gesagt, wenn ich nichts vergesse, werde ich einfach das Video verlinken, dann seht ihr eh, was im Video angesprochen wurde. Ich sag das jetzt einfach nur, weil ich möchte jetzt nicht, dass da irgendwas... Ja, nur weil ich es jetzt wieder falsch in Erinnerung habe. Ne, da sind wir eben bei der Thematik. Es haben ja viele Leute auch immer was falsch in Erinnerung und... Keine Ahnung, wegen Eitelkeit oder wollen die so nicht einfach einsehen, dass sie da selber schuld dran sind an dem Fehler, kann man sagen, ne? Weil man einfach was Falsches in Erinnerung hat. Man gesteht ja viel... Ja... Wie sagt man, nicht ungern? Ja, man gesteht halt ungern Eigenfehler ein, ne? Das spielt ja das eigene Ego mit. Das meine ich eben auch, da... Denkt man nicht gleich im ersten Moment so dran, wie jetzt ich jetzt hier so gesagt habe, so. Und ich das jetzt auch euch so vermitteln möchte, nämlich, ich weiß jetzt gerade nicht, was der Typ angesprochen hat und was ich so von anderen Leuten gehört habe. Das möchte ich auch so klarstellen jetzt, einfach weil das finde ich halt ekelhaft, wenn man etwas als Fakt vermittelt, obwohl man eigentlich was falsch in Erinnerung hat oder einfach etwas falsch verstanden hat. Und dann vermittelt man das anderen so als Fakt und das stimmt in Wahrheit überhaupt nicht. Das finde ich so ekelhaft, deswegen denke ich da auch, man sollte da auch mal an seine eigene Nase fassen, sagen wir jetzt mal, und nicht gleich immer alles andere verteufeln in dem Sinn. Das wollte ich hier jetzt auch nur einfach mal gesagt haben, weil das ist auch eine Thematik, die ich letztens gehört habe, die ich mitbekommen habe, ne? So, da drin waren wir. Dann gehen wir mal das andere ab. Wo war ich denn jetzt schon wieder? Ah, wie ich mich immer verrede. Das ist ja Wahnsinn. Da oben möchte ich aber noch auch was ausprobieren. So, da la. Wie war das nochmal so mit dem Po hin, ne? Ja, ja, ja. Das hat aber, glaube ich, der Typi auch angesprochen. Nämlich, dass man das auch nicht mitbekommen hat vom Spiel. Dass man das machen kann hier mit dieser Fähigkeit. Was ich ja auch verstehen kann, ne? Wird dir ja auch absolut nicht gesagt. Nee. Gut. Aber ob das wirklich so schlecht ist, weiß ich ja nicht. Das ist halt, du musst selber herausfinden. Und ich persönlich zum Beispiel finde das gar nicht schlecht. Dass es Sachen gibt, die man einfach selber herausfinden muss. Und ja,
das kann halt gut sein, dass das Leuten nicht gut kommt, sagen wir jetzt mal. Dass sie selber so viel entdecken müssen, das ist ja auch nichts Schlechtes, ne? Dass es Leute gibt, die so denken. Sag ich ja auch nicht. Nur sag ich jetzt, dass man aufpassen sollte, dass man nicht auf die Schiene gerät. Ja, das Spiel ist jetzt scheiße deswegen. Nur weil es nicht meinen Vorstellungen oder... Ja... meinen Vorstellungen oder einfach... Ja, wie soll man sagen? Meinen... Was ist ein anderes Wort? Vorstellungen? Ja, schön und gut. Meinen Gegebenheiten? Ich weiß es gerade nicht. Mir fällt jetzt nicht das richtige Wort ein. Aber auf jeden Fall sagen wir jetzt, nur weil es einen nicht... Von den eigenen Vorstellungen her passt, muss das ja nicht bedeuten, dass das jetzt schlecht ist, ne? So. Vielleicht kann man ja da irgendwas machen damit, ne? Nope. Ich weiß immer noch nicht, was ich hier machen soll. Soll ich das hier herlenken? Nope. Das ist nervig. Kriegen wir dann eine andere Fähigkeit? Oder? Moment. So. Attacke! Nope, hilft auch nichts. Wie soll man denn das da schaffen? Das ist zum Beispiel auch was. Da wird dir überhaupt nichts gesagt. Manche finden das schlecht, weil die irgendwelche Denkanstöße brauchen, ne? Aber es ist ja nicht im Grunde etwas Schlechtes, was man so kritisieren kann. Das sage ich jetzt mal. Und ich habe ja auch nichts dagegen, dass Leute einfach ihre Meinung sagen, wie sie dazu stehen, ne? Aber ja, absolut nichts. Ich habe nur was dagegen, wenn die Leute dann herkommen und sagen, dass das schlecht gemacht ist alles und blablabla und das Spiel voll in den Dreck ziehen, einfach weil man eine andere Denkweise hat. Und andere Vorlieben. Ich glaube, Vorlieben war das Wort, das ich gesucht habe. Und das finde ich halt manchmal irgendwie so kindisch. Und wird dem Spiel auch absolut nicht gerecht. Und wie schon gesagt, es ist eben so ein Open-World-Spiel und die Welten sind auch ziemlich groß. Wo ist denn der Schmetterling? So. Die Welten sind auch ziemlich groß. Ja, das stimmt schon. Allerdings ist das dann eigentlich ziemlich subjektiv, ob es jetzt viele Orte gibt, wo man eigentlich nichts findet. Oder ob jetzt wirklich jeder Ort von irgendeinem Spiel, von so einem großen Spiel, dass der irgendeinen Zweck hat. Das finde ich auch zum Beispiel eher beim Open-World-Spiel eher schlecht, zum Beispiel. Ich persönlich, ne? Wenn jetzt überall irgendwas von Nutzen ist. Das gleiche ist ja auch in RPG-Spielen. Das finde ich auch nicht wirklich gut, wenn es überall Leute gibt, die dir irgendwas schenken, ne? Es gibt ja Leute, die bemängeln ja bei RPG-Spielen, dass es immer wieder NPCs gibt, die dir überhaupt nichts geben, sondern dich vollschwafeln mit irgendwas. Wie kann man das hier öffnen? Und da kann man auch dazu stehen, wie man will. Ist ja auch nichts Schlechtes. Ich habe auch manchmal das Gefühl, die Leute denken einfach, wenn man nicht ihrer Meinung ist, dann fühlen sie sich voll angegriffen. Und auch ihre persönliche Vorlieben denken sie, dass man die voll angreift. Was auch absoluter Blödsinn ist. Nur weil man mal eine andere Meinung ist, heißt das ja noch lange nicht, dass man die andere Meinung von jemandem scheiße findet oder in den Dreck ziehen möchte, ne? Was soll man hier machen? So, so, so. Wie? ist ja auch absoluter Blödsinn. Und da frage ich mich manchmal bei Leuten, die eben so denken, warum? Warum denken die so? Und das ist jetzt eine Thematik, das mache ich zwar ungern,
Moment. Rot, was ist das für eine Farbe? Das ist eher grün. Rot, grün, gelb. Rot, grün, gelb. Ist da irgendwas? Außen. Rot, grün, gelb. 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 Nein, das wollte ich nicht. Was denn? Rot, grün, gelb. Der da? Dann rot, grün, gelb. Oder ist drinnen irgendwas? Moment. Wie kommt man da wieder weg? Achso, dort oben. Ah. Da muss man irgendwie raufklettern, oder? Mal schauen. Wie kommt man da rauf? Das ist jetzt halt auch die Frage, ne? Oh. Da schon wieder ein interessantes Konzept. So ist es ja nicht, dass das Spiel immer die gleichen Mechaniken aufwirft. So. Einfach hier so runter. Ah, das verschwindet auch wieder. So. Mal schauen, ob oben was ist. Gut. Yes. Auf geht's. Jetzt aber. Rot, grün, gelb. Rot, grün. Ach so. Rot, grün, gelb. Yes. Es geht noch weiter. Weiter und weiter. Was ist hier drin? Naja, eigentlich eh besser. So. Einfach wieder eine Treppe nach oben. Würde ich jetzt sagen. So. Moment. Na. Warum denn? Arg! Okay. Wie schon vorher angesprochen, da war jetzt wieder Kamera teilweise ziemlich bescheuert. Das kann man gerne als Kritikpunkt angeben. Das kann man wirklich kritisieren und dann auch besser machen als Spieleentwickler. Und das haben sie sich ja auch dann zu Herzen genommen beim Patch. Na, come on. Nein, so. Yes, geschafft. Das kann man zum Beispiel auch wieder kritisieren. Darf man sich so Fehler erlauben? Manche sagen nein. Oh. So, kann man hier vielleicht unten was einsehen? Nee. Oh Gott. Die blöde Kiste dort unten. So. Grün, rot, quack, quack. Und zwei andere. Und Rex war am Ende. Grün. Wo bin ich denn? Grün. Rot. Quack, quack. Du, da warst noch nie dran. Und Rex, du. Boah, schaut mal euch an, wie groß der Raum ist. Und man braucht ja eigentlich nur hier die kleine Fläche. Das kann man kritisieren. Das, ja, das finde ich wieder so ein subjektives Empfinden, weil was soll man da bitte kritisieren? Du findest das besser, okay, schön und gut. Und weiter? Das ist doch irgendwie so kindisch, finde ich. Dass man das dann wirklich kritisiert. Och Mann, ey. Also wirklich als Kritik, was man ändern muss. Yes. Wie weit geht das noch? Oh mein Gott, kann man das so zerstören? Jupp. Yep. Dann zerstören wir diesmal. Ist dort oben was? Schaut so komisch aus. Diese Noppeln. Yes. Zerstören. Hey. So.
Wo sind denn jetzt die Dinger? Da unten. Da unten klang. Gut. Naja, vielleicht ist ja hier noch irgendwas. Hoi! Ja, num 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 num. Das ist auch fies. Übrigens, es wurde auch kritisiert. Ja, ich glaube auch in dem Video. Diese eine Arschlochfeder, nennen wir sie mal. In der ersten Welt, die vereinzelte, ne? Das finde ich auch eher subjektiv, weil ich fand's genial, dass man sowas eingebaut hat. Dass es eine einzige Feder gibt, die richtig fies versteckt ist, wo man wirklich absuchen muss. So, Rextro, Pink, Rot. 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 Rextro, Rextro. Gut, das funktioniert auch von hier, ne? Rextro, Pink, Rot. Blau-Gelb war es, glaube ich. Oh, mit dem letzten nicht geschafft. Gib hier. Num, num, num. Gibt es da ein zeitliches Limit? Ich schiele so blöd herum. Yes. Weiter geht's. Yes. Und was jetzt? München. München. Und irgendjemand hat auch einen Kritikpunkt abgegeben mit den einzelnen Teilen, dass sie da eine Münze übersehen haben und deswegen die Welt nicht abschließen konnten. Ist natürlich bescheuert. Ja. Aber selber schuld. Und ich denke mal, so ein Open-World-Spiel, das ist dafür geschaffen. Warum gibt's diese überhaupt? Was ist der Charme von so einem Spiel? Muss man, glaube ich, sich auch mal stellen, ne? So, was machen denn die Dinger hier? So, kann ich? Achso, das bleibt stehen. Will ich, dass das stehen bleibt? Ja, komm. So, das andere geht dann weiter. Egal. Ja, was macht denn so den Charme von so einem Spiel aus? Was ist denn so reizend an dem Spiel? Reizvoll. Nicht reizend. Ja, reizend ist auch die feine Dame Layli und Yuka, der fromme Mann. Haben die überhaupt ein Geschlecht? Ja, die sind auch ziemlich reizvoll. Ja. Schüderle, jetzt sollte es eigentlich wieder recht gut funktionieren. Hallo? Was ist damit los? Hilfe! Wie weit kann man das bitte wegschieben? Yo, Dude! Was geht ab? Was ist das, please? Ist das normal so? Ich denke mal, das sollte so nichts passieren. Wo ist denn das Ding jetzt hin? Kommt langsam aber sicher zurück. Ich möchte mich da mal drinnen verschanzen. Okay, ich komme nicht mehr raus. Das kann man kritisieren, ne? Habe ich absolut nichts dagegen. Hilfe, ich komme ja nicht mehr raus. Moment, wie rollt man nochmal? Ich glaube so. Nope. Ich muss nochmal zurück. Das ist jetzt der Knotenpunkt. Well. Ja, geil. Gut.
Hat ein bisschen länger gedauert. Oh mein Gott. Naja, wo war ich denn jetzt wieder? Wo bin ich stehen geblieben? Hier übrigens kann man auch ein bisschen kritisieren, wie die Bälle immer hin und her fliegen. Manchmal glitscht es auch hier herum. Das ist natürlich auch wieder etwas, was einem Spiel heutzutage jetzt nicht wirklich passieren darf. Aber wie schon gesagt, was jetzt so Qualitäten betrifft, darf man nicht außen vor lassen, dass das eine komplett neue Spielefirma ist, was hier am Werk war. Und auch kein, ja, Qualitätssiegel aller Nintendo hat, ne? Weil Nintendo hat da jetzt nicht wirklich viel damit zu tun, weil das ja nicht ein Spielehersteller von Nintendo ist oder so. Es kommt zwar mal irgendwann für die Switch raus, da ist eben die Frage, ob Nintendo da irgendwie noch ein Wörtchen mitredet oder ob es einfach nur ein Port wird. Aber auf jeden Fall darf man hier natürlich kritisieren, ja. Das sollten sie auch mit diesem Budget eigentlich doch, ja, besser machen. Darf man auch nicht vergessen, natürlich, ja. Sie haben ziemlich viel Geld jetzt investiert, beziehungsweise ziemlich viel Geld eigentlich hier gesammelt mit diesem Kickstarter. Allerdings muss man auch aufpassen, ja, aber es ist auch nicht so viel wie andere Spielefirmen. Oder so, es ist ja auch nicht so viel, als wäre jetzt hier Playtonic unter Nintendo. Dann hätten sie natürlich mehr Geld zur Verfügung. Je nachdem, wie die Prioritäten sind. Also muss man da schon gehörig aufpassen, wie man hier seine Gedanken setzt, ne? Ob die überhaupt noch realisierbar sind. Oder ob die einfach nur fern sind. Realitätsfern. Naja. Das Thema habe ich jetzt nur ganz kurz angeschnitten. Zum Schluss möchte ich aber eins noch sagen. Was anscheinend auch viele Gamer oder Kritiker hier vergessen. Ich habe schon vorher schon kurz angeschnitten, das Thema mit, was macht denn so ein Genre überhaupt aus? Für mich, das Ganze erkunden. Es wurde ja auch kritisiert, und da sind wir eben bei dem Thema, was ich fast vergessen hätte. Eben in diesem Video habe ich leider mitbekommen, wie man dieses Page da mit den Büchern bekommt. Ja, holen wir, oder? Nee, komm. Da habe ich es leider mitbekommen, deswegen wusste ich, oh, da muss man jetzt hin, ne? Aber da wurde zum Beispiel kritisiert, dass wir im Tresor sind. Das wurde kritisiert. Nein, dass dieser Ort eben auch leer war im Sinn von, schaut, da ist auch nicht wirklich viel oder wird nicht wirklich viel mit diesem Ort gemacht, außer dieses Pagey. Stimmt. Moment. Ey, nur für Mitarbeiter. Liest denn niemand das Schild? Sorry, wir sind einfach den Federn nachgegangen. Wenn ihr schon mal hier unten seid, könnt ihr mir auch einen Gefallen tun. Ihr seid nicht die einzigen Eindringlinge heute. Schafft mir diese Kartenkreaturen im Generatorraum vom Hals, dann gibt es eine Belohnung. Wir arbeiten grundsätzlich nur gegen Pages im Voraus. Ich habe keine Pages, aber ihr könnt ein paar Casino-Gewinnmarken haben, wenn ihr die Kreaturen platt macht. Wie sieht's aus? Okay. Wir helfen. Aber sonderlich sicher sieht das da drin nicht aus. Oh ja, ich hätte den Riesenlaser erwähnen sollen. Auf den müsst ihr aufpassen. Ich mache euch die Tür auf. Okay. So, die Kartenkreaturen. Ja gut, komm.
Was ist mit dem? Ach so. Das ist halt auch irgendwie klug gemacht, ne? So. So. Und töten! Jesu! Stirb! Autsch! Na, warum habe ich das jetzt so gemacht? Ja. Jetzt müssen wir wieder warten. Das war übrigens auch ein Kritikpunkt. Was ich verstehen kann, ne? Dass man das nicht anders machen kann hier mit den ganzen Energiegedöns. Es geht leider nicht anders. Und manchmal muss man eben warten, was ziemlich bescheuert ist. So, wie zum Beispiel jetzt. Oder man geht jetzt hier einfach raus. Ui, da oben. Da hätte man das nicht jetzt gemacht. Dann hätte ich das jetzt übersehen. Oder ihr. Naja, beim Rausgehen hätten wir uns vielleicht gesehen. Naja. So, aber wieder zurück zum eigentlichen Thema, ne? Ich schwenke immer so ab mit dem Thema, ne? So. Wo sind sie denn? Schnell! Hier ist es, war auch das Letzte. Das Letzte. Ja, gerade rechtzeitig. Der Boss wollte schon einen riesen Toilettenpapierhalter aus mir machen. Hört sich nach schmutziger Arbeit an. Okay, ihr habt eure Gewinnmarken. Kümmert euch jetzt um die Probleme anderer Leute. Genau. So. Wo war ich denn jetzt schon wieder? I don't know. Schaut doch genauso aus wie bei diesem einen Raum. Der Laser kam von wo? Von dort oben. Das ist komisch, der eine Raum, ne? Genauso komisch wie die Elgato. Ist jetzt mein PC jetzt mittlerweile schon so alt und schlecht geworden, dass die Elgato die ganze Zeit herumspackt? Das gibt's doch nicht. Ich habe jetzt auch nicht die besten Einstellungen jetzt. Nur 27p und trotzdem spackt's herum. Wollen wir mal schauen, ob wir da auf dieses Dach kommen. Das ist nämlich auch sehr, sehr strange indeed. Und diese Automaten können wir auch noch machen, aber wie schon gesagt, das werde ich offscreen machen, weil das länger dauern könnte, beziehungsweise jetzt nicht der Hit ist. Beim Zuschauen würde ich sagen. Daher würde ich jetzt mal alles andere erledigen, was ich erledigen kann mit euch. Ja, ja, ja. Gut. Wo war ich denn jetzt schon wieder? I don't know. Naja, auf jeden Fall darf man jetzt nicht das Wesentliche aus den Augen verlieren. Was ist denn dir wichtig beim Spielen? Und ich habe da auch immer ein Augenmerk auf den Fakt, ich bin jetzt ein Erwachsener und kein Kind mehr. Wie würde ich jetzt dieses Spiel als Kind empfinden? Nein. Beziehungsweise, ja, ich versuche das auch, oder generell Spiele jetzt nicht ins kleinste Detail zu... Was bist du für einer? Okay. Autsch. Ich versuche generell heutzutage einfach nicht das Spiel so zu zerlegen in seine Einzelteile und alles zu kritisieren, beziehungsweise mit anderen Spielen vergleichen und so. Das ist nicht einfach meine... das ist nicht wirklich meine Art. Kann es natürlich akzeptieren, dass das die Art von anderen Leuten ist. Dass sie eben das brauchen, um ein Spiel genießen zu können. Dass sie eben sich das Spiel genauer anschauen. Und ja, sich auch anschauen, was gefällt mir und was gefällt mir nicht. Und dementsprechend dann versuchen, eine Kritik abzugeben. Nur muss man halt, denke ich mal, aufpassen, was meint man jetzt mit Kritik? Natürlich für einen selbst, wenn einem etwas nicht passt,
dann will man natürlich, dass sich das ändert, ne? Ist ja eigentlich nur natürlich. Allerdings ist das ein egozentrisches Weltbild, dass sich alles nach dir richten muss. Und ich denke mal, dass man da sich schon Gedanken machen sollte, wenn man wirklich Kritik abgeben möchte. Ob das wirklich angebracht ist oder einfach nur, nee, ich will das nicht. Es ist einfach so, denke ich mal, dass das Leben kein Wunschkonzert ist. Man muss schauen, mit was kann man zufrieden sein. Und man muss sich auch Gedanken machen, wie kommt man da jetzt rauf? Das geht doch nicht auch. Irgendwie muss man da doch rauf, oder? Vielleicht so auf die Dinger rauf. Ganz tricky, tricky. Kann man da rauf? Naja. Aber jetzt möchte ich mal das Thema abschließen. So. Was ich sagen wollte, ist einfach, dass man sich selber erstens mal Gedanken machen sollte, was für eine Art Genre ist das Spiel? Was möchte das Spiel erreichen? Was willst du bei so einem Spiel eigentlich haben? Was ist dir wichtig? Und ich denke auch einfach mal, kann man doch auf? Da war ich ja noch nicht, oder? Oder doch? Strange. Kann man darauf? Na, ich denke mal, so ein Spiel. Es ist, denke ich, glaube ich, auch mal nicht wirklich. Na, ich kann nicht drin. Es ist nicht wirklich. Da oben ist was. Kommt man darauf? Kommt man da generell hin? Ach, egal. Ich denke, so eine Art von Spiel, das lebt auch davon, dass man die Welten erkundet. Und eben jenes Beispiel mit das erste Pagey, das ich hier im Part bekommen habe. Natürlich kann man das schlecht finden, dass da jetzt nicht mehr auftaucht. Allerdings kann man das ja auch anders sehen, nämlich so. Okay. Genauso. was wollte ich sagen? Kann man ja auch hergehen und das Positive sehen, nämlich denk dich wieder als Kind hinein. Was tut man denn als Kind gerne? Ja, genau, selber sich was überlegen. Und davon lebt die Kindheit, kann man sagen, ne? Von seiner eigenen Fantasie. Und ich habe das Gefühl, dass bei erwachsenen Menschen oder jungen Erwachsenen, dass das heutzutage oder dass das generell auftritt. Die Mentalität, okay, ich habe mir jetzt was gedacht und das trifft nicht ein, jetzt ist alles scheiße. Wie schon gesagt, das ist nicht jeder, der Kritik jetzt abgegeben hat oder sowas. Aber eine Grundeinstellung, die ich öfters sehe, nämlich dieses, nee, ich habe mir es anders gedacht und weil es jetzt nicht so gekommen ist, ist das jetzt scheiße. Wo ist denn bitte die Fantasie geblieben? Ist das... Ich habe das Gefühl, Leute vergessen, dass der Weg das Ziel sein kann. Dass man sich einfach selber Gedanken macht. Natürlich möchte ich jetzt das nicht alles schönreden, ne? Kritik ist angebracht. Wenn sie angebracht ist. Im Sinn von, es glitscht herum. Die Spielmechaniken, ja. Man kann auch sagen, wenn einem jetzt eine gewisse Spielmechanik jetzt nicht gefällt, auch von der Steuerung her oder alles drum und dran. Das sind ja alles so Anhaltspunkte, wo man sagen kann, okay, das muss man ändern. So, wie kommt man da jetzt rüber? Dass einem das Spielerlebnis jetzt nicht versaut wird durch irgendwelche Glitches oder alles drum und dran, ne? Da kann ich es ja verstehen. Aber jetzt irgendwie so, ey, es ist ein Open-World-Spiel, ein großes. Boah, es ist scheiße, dass man erkunden muss. Dann habt ihr das falsche Spielgenre gesehen, beziehungsweise gesucht und jetzt gespielt. Das muss einem schon klar sein, dass, ne, wie die alten Zeiten,
Open World, da kann es eben passieren, dass es Stellen gibt im Spiel, in den Welten, die absolut nichts tun. Also warum kritisieren? Das weiß ich nicht. Es macht doch auch Spaß, oder? Dass man sich selber zurechtdenkt, aha, was könnte denn jetzt hier auftauchen? Wie bei mir jetzt zum Beispiel. Das könnte ja jetzt der Bossfight sein. Ist letzten Endes nicht geworden, okay. War nur ein einfaches Pagey und nichts Besonderes. Anscheinend das, was ich da immer gesucht habe, nämlich was man dir in der Toybox erklärt hat, ne, dieses Secret. Ich weiß jetzt nicht genau, was man bekommt, aber es ist anscheinend jetzt auch nichts Großes. Ist natürlich auch, im ersten Moment. Allerdings jetzt auch, wo ich mich frage und wo ich mich frage, ist das Suchen nach dem Secret, beziehungsweise sich Gedanken machen, was denn alles auftauchen kann, ist das nicht das Lustige an der ganzen Sache? Anscheinend nicht, weil Leute das kritisieren, weil nicht das auftaucht, was sie sich zurechtgedacht haben. Und das ist eben so eine Mentalität, die ich mittlerweile schon öfter sehe. Ich denke mal auch, weil ich jetzt da, das ist zum Beispiel auch wieder fies, da muss man halt suchen, ne? Das ist eben der Sinn von so einem Spiel. Ausprobieren, erkunden und das war's. Aber anscheinend gefällt das vielen Leuten nicht. Und da frage ich mich, warum habt ihr dann dieses Spielgenre gewählt? Das besteht doch aus denen, aus diesen Elementen. Es ist natürlich kein perfektes Spiel. Wie schon gesagt, es gibt sehr viele Glitches hier. Moment. Mir kommt irgendwie die Musik ziemlich bekannt vor. Ach, und das möchte ich ja auch nicht sagen, dass man das Spiel überhaupt nicht vergleichen darf mit seinen Vorgängern in Anführungszeichen. Weil man sieht auch, und damit wird ja auch gearbeitet, dass es eben auf Nostalgie eine Antwort auf Nostalgie ist, sagen wir jetzt mal. Da schon wieder. Sind alles so Stellen, die kann man leicht übersehen, wenn man einfach durchwascht. Aber da bist du selber schuld und nicht das Spiel. Und ich denke mal, besonders weil das ja die alten Rare-Mitarbeiter sind. Man kennt ja Rare. Die sind manchmal ziemliche Popolöcher. Moment. Also absuchen dort unten wieder, ne? Das muss man immer wieder. Da könnte zum Beispiel was sein. Man kann es übertreiben, ja. Das ist zum Beispiel auch wieder, was mir zum Beispiel Spaß macht. Mir denken, da kann man was hin tun. Beim Erkunden, ne? Generell die Welt erkunden. Das ist doch schön. Anscheinend für viele Leute nicht. Und ich bin mir sicher, nicht alle, das möchte ich jetzt auch nicht verallgemeinern. Hilfe! Ich sammle erst mal ein. Ich möchte das jetzt auch nicht verallgemeinern, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass sehr viele Leute früher so nicht getickt haben. Die haben sich jetzt einfach weiterentwickelt, sind erwachsen geworden und kritisieren jetzt Dinge, die sie auch früher hätten kritisiert. Was sie früher hätten kritisiert. Das sagt man so nicht. Was sie früher kritisiert hätten. So. Deutsch, wie funktioniert das? Aber das haben sie früher nicht gemacht, weil sie noch kleine Kiddies waren. Oder noch ziemlich unreif, beziehungsweise noch, ja, keine Erwachsenen. Und das ist eben das, was ich nicht verstehe. Ich sehe viele Teile in Banjo-Kazooie und Tui und denke ich mir da auch, das ist eigentlich ziemlich schwach.
Und trotzdem wird das alles abgefeiert. Was mache ich denn da? Und hier beim brandneuen Spiel wird alles zu Tode kritisiert. Das ist eben, was ich nicht verstehe. Und da kann ich so eine Kritik auch nicht ernst nehmen. Einfach weil es nicht... Ja, es wirkt einfach kindisch. In dem Sinn sind jene Menschen, die jetzt wirklich alles zu Tode kritisieren, obwohl sie das früher abgefeiert haben, noch Kinder geblieben, ne? Wobei, es gibt auch Kinder, die hier erwachsener sind als manche Erwachsene, ne? Und wie schon gesagt, es ist ein Spiel. Muss man da alles zu Tode kritisieren? Ich habe es ja auch schon angesprochen. Manche Leute brauchen das, um heutzutage ein Spiel genießen zu können. Dass sie sich alles anschauen. Und vielleicht noch mehr hineinlesen, weil viele Spiele haben ja auch irgendwie einen Hintergrund. Im Sinn von, sie schauen da auf die... bauen da irgendwelche Kultur ein, ne? Verschiedene Kulturen bauen sie in ihr Spiel ein, irgendwie in eine gewisse Art und Weise. Und das Spiel auf diese Art zu betrachten, das reizt ja heute für viele Leute auch. Was ja auch nicht schlecht ist. Und dementsprechend gehen sie beim Kritisieren hier auch anders ran, würde ich sagen. Und ja, ich denke aber trotzdem, dass man da aufpassen sollte. Dass man eben nicht alles zu Tode kritisiert. Dass man, schön und gut, wenn man wirklich so ein Kritiker heutzutage sein möchte, ne? Man hat sich entwickelt und möchte sich jetzt die Spieler alles nie anschauen. Plus, ich sammle das jetzt einfach mal ein. Man möchte sich die Spieler näher anschauen, die Spielmechaniken und was da alles dazugehört, ne? Ist ja gut. Ist ja auch deren Bier, kann man sagen. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass man nicht abdriftet in die Meinung, ja, früher war es besser. Einfach weil ich so in Erinnerung habe. Weil das ist eine gefährliche Einstellung. Und natürlich kann man heute einen gewissen anderen... Ja, das ist... Soll ich das jetzt mit einem Leben schaffen? Natürlich kann man heutzutage von einem neuen Spiel was anderes erwarten. Einen höheren Standard. Da gebe ich ja auch recht. Trotzdem darf man nicht außen vor lassen, dass das eben... Ja, komm. Eine neue Spielefirma ist. Die eben kein Riesen wie Nintendo hinter sich hat, kann man sagen, ne? Die alles von alleine machen mussten. Und ich denke mal, das ist auch für die Spieleentwickler eine komplett neue Erfahrung. Also das darf man alles nicht außen vor lassen. Und jetzt irgendwie vorschnell und, voreingenommen irgendwie urteilen oder so. Und wie schon gesagt, es gibt auf jeden Fall hier Punkte, die man kritisieren kann. Wieder zum Beispiel die Energieleiste. Dass man da manchmal, wenn man keine Schmetterlinge hat, einfach warten muss. Und das ist jetzt auch nicht wirklich, was ein Spielerlebnis erleichtert bzw. erreichert. Ne? Erreichert? Sagt man das so? Ja, oder? Egal. Ja. Ich denke mal... Ich habe da jetzt mal genug gesagt. Ich habe das Gefühl, ich habe einige Punkte noch außen vor gelassen. Naja, passiert halt. Es sollte ja auch jetzt nur Anregung sein, was diese Thematik betrifft. Dass man da auch selber mal ein bisschen dass man selber mal reflektieren sollte über... Ja, seine eigene Denkweise über die Thematik. Yes. So.
Und ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie lange der Part jetzt schon geht. Ach. Auch wenn ich die Musik nicht zu 100% höre, aber dieses Feeling kommt wieder raus, ne, hier. Ah. Sehr, sehr schön. So. Gut. Auf geht's. Wo war ich denn jetzt? Na, ich könnte ja noch ein Thema ansprechen. Das passt ja auch zur heutigen Thematik. Was ja mich im ersten Moment eigentlich ziemlich aufgeregt hat. Wisst ihr was? Ich probiere das mit Katos noch, weil ich glaube, wir haben mittlerweile schon ziemlich vieles hier. Moment. Stammblock haben wir alles. Da sind drei, ne? Jupp. Na, da müssen wir nicht schauen. Da. 9. 9 Dinger und die Spielmünze haben wir auch eigentlich. Und der Geist. Puh. Allerdings habe ich das Gefühl, wir haben schon relativ vieles. Dort hinten weiß ich nicht. Gibt es hier irgendwo Granateneier? Ich bezweifle es. Warum soll ein Casino so Granateneier haben? Granateneier sage, ne? Das sind keine Eier. Ja. Ja. Genau das. Also. Da oben ist ja auch nichts, oder? Ich darf nicht vergessen, irgendwo dort oben ist was. Ist was? Ich glaube dort hinten. Kann man, glaube ich, eh schauen, oder? Ja. Wie kommt man darauf? Habe ich das schon gemacht? Das muss ich mir jetzt anschauen. Ich glaube, wir kommen doch von hier runter. Dann muss ich das noch einmal machen. Ich hoffe mal nicht. Ich glaube kaum, dass man das irgendwie anders erreichen kann. So. Die Frage ist jetzt nur, wie kommt man da rauf? Einfach irgendwie, ne? Probieren wir es einfach. Und ein Kritikpunkt sogar mir eingefallen, den ich ansprechen wollte, aber so. Wieder vergessen. Das ständige Hin- und Hergehen, wenn man mal failt. Ne? Da gab es ja auch in Banjo-Tooie gab es ja da diese Felder, wo man hin und her latschen kann. Ja, würde es eigentlich schon erleichtern, das Ganze, ne? Da kommt man nicht drauf, ey. Warum denn? Ich find's aber jetzt auch nicht so schlimm. Besonders, weil es ja eigentlich so Art Abkürzungen gibt. Ne, wenn man sich selber in den Tod stürzt, kommt man ja da raus, wo man letztes Mal rausgegangen ist. Manchmal ist das ziemlich weit entfernt, aber manchmal direkt daneben. Also was bringt dich halt selbst um? Was das für eine Antwort ist. Bring dich einfach selbst um, Bitch. Naja, aber wie schon gesagt, einfach schauen, was man eigentlich von diesem Art von Spiel erwartet. Finde ich gar nicht so schlecht, wenn man sich das selber mal fragt. Und dann aber nicht so enttäuscht sein, wenn es nicht deinen Erwartungen entspricht, das Ganze. Ich denke, das ist so eine kindische Einstellung. Ja, es ist jetzt nicht so geworden, wie ich mir gedacht habe. Jetzt ist alles schlecht und... Dieses Jammern, das fällt mir immer wieder auf heutzutage. Nicht nur bei Games oder so, sondern auch in anderen Lebensbereichen. Und ich frage mich da wirklich, warum? Wieso? Wieso denkt man so? Wie schon gesagt, ich finde es ziemlich egozentrisch, dieses Weltbild, wenn man das so hat.
Gut, ich kann mir vorstellen, dass das Ding dort drinnen ist, ne? Das Ding ist dort drinnen. Gut, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde jetzt einfach schneiden für euch, ne? Jetzt muss man sich hier alles nicht geben, Süderle. Noch diesen Hut, Heini. Das taucht dann noch. Den da auf. Yes. Warum rede ich weiter? Ich weiß doch nicht. Nach der Banane. Die Banane kommt nach der Melone. Yes. Kann man vielleicht jetzt auch einfallslos empfinden, dass jetzt hier sowohl die Münze, wahrscheinlich wird die Münze dort sein, als auch hier dieses Sammelobjekt da direkt daneben ist, in so einem Automaten. Finde das aber nicht wirklich schlecht. Das passt zur Welt. Besonders hier mit diesen Automaten. Und dass es immer das Gleiche ist, sieht man ja, ne? Nicht. Das ist nicht das Gleiche, sieht man ja. So. Laser rum. Ich dachte, mittlerweile wärst du auf ein kleineres Modell umgestiegen, weißt? Haben wir das schon nicht schon gesagt? Egal. Los! Ja, bla 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 bla. Was mir aber jetzt wieder einfällt, wo ich jetzt schon es verstehen kann, dass man das kritisiert, ist nämlich dämlich, dass die Gegner nicht wirklich, ja, dass es nicht wirklich sehr viele Gegner gibt. Es gibt hier die Robos, dann die Muskelmänner, dann die Bienen und die Standardgegner. Die Standardgegner, die sind halt immer die gleichen. Ja. Das ist jetzt nicht wirklich eine große Auswahl. Man muss aber auch sagen, ja, es ist zwar nur, wie soll man sagen, ein Reskin, ne? Einfach, ja komm, give me. Sie schauen einfach anders aus. Ui, das würde eigentlich schon einiges. Okay, da haben wir unsere Bomben, ne? Gut. Was? So. Was ist das hier? Achso, zurückwandeln, okay. Naja. Ja, aber man darf auch nicht außen vor lassen, denke ich mal, dass sie sich die Mühe gemacht haben und diese Standardgegner angepasst haben an die Welt. Ja, auch nichts Selbstverständliches. Ich würde es wirklich derbe kritisieren, wenn es die ganz gleichen Gegner wären, ne? Da kann ich das verstehen. Aber so nicht. Aber so nicht! Nee. Was ist dort oben? Stirb! Ja, unbesiegbar! Bemängelt wurden auch irgendwie die Verwandlungen, dass die nicht wirklich eingesetzt werden. Vielleicht für ein Puzzleteil oder so. Ein Puzzleteil. Das kann ich aber auch nicht wirklich verstehen, weil in Banjo und Kazooie und Tui gab es ja auch vieles, wo man die Verwandlung nicht brauchte. Hier zum Beispiel haben wir es für die Federn gebraucht. Man musste das machen, ne? Wenn ich jetzt einfach mal an die Ameise denke. Die Ameise, die allererste Verwandlung, die hat man auch nur für ein Puzzleteil gebraucht. Oder für mehrere. Aber die war auch nicht wirklich nötig. Oder war die Waschmaschine wirklich nötig? Für ein Puzzleteil. Das ist ja auch jetzt, oder? Die Waschmaschine brauchte man in Tui nur einmal, ne? Also verstehe ich da auch nicht wirklich. Kann das zerstören? Sind da vielleicht Münzen drin? Yes, ich hab's mir doch gedacht. Umsonst sind die ja nicht da. Da zum Beispiel. Hier braucht man das allemal. Für mehrere Sachen. Also so verstehen kann ich diese Kritik dann auch wieder nicht. Natürlich, viele, ja,
ich kann die Kritik verstehen im Sinn von, man sollte hier mehr machen können mit dem ganzen Gedöns, mit den ganzen Verwandlungen. Ich denke mal, so ähnlich wie hier. Weil da muss man schon einiges machen damit. Oh, das war auch unnötig hier, ne? Aber ist ja auch nichts Schlechtes, würde ich sagen. Es zeigt halt, dass du die ganzen Sachen auf verschiedene Art und Weise angehen kannst, ne? Und das finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Gut. Da oben. Wo ist es denn? Hier irgendwo ist der Geist. Darf ich nicht vergessen. Allerdings möchte ich jetzt alles andere mal abklappern, bevor ich hier jetzt absteige. Das können wir ja dann später machen. Und dort hinten ist was. Ich finde es auch schade, zum Beispiel, jetzt rede ich doch noch weiter, ne? dass man die Verwandlungen nicht außerhalb braucht, wie in Kasui. Aber das finde ich jetzt auch nicht schlecht. Außerdem möchte man wirklich 1:1 alle Funktionen von den Vorgängern haben. Das würde dann für mich wirken, man setzt seinen vollen Fokus als Spieleentwickler auf Nostalgie. Und dann würden das wieder Leute kritisieren und ich denke mal, da sehen wir wieder. Es ist viel Geschmackssache, was man nicht wirklich kritisieren kann, ne? Weil dann kann man eine andere Gruppierung es nicht recht machen. Und das finde ich das Grundproblem bei der ganzen Sache. Deswegen sollte man da auch differenzieren können, denke ich mal. Puh. Das wird ein Spaß. Gut. Dann öffne ich mal kurz alles. Dort unten ist, glaube ich, das, was man öffnen muss, eigentlich primär. Und anschließend sehe ich mich nochmal um. Oder fliegen wir da einfach rein? Sehen wir da noch mehr? Vielleicht ist ja die eine Feder dort drinnen. Attacke! Please, 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 please. Da ist auf jeden Fall noch ein Raum drinnen. Kann man da einfach so rein? Nein. Vielleicht zu. Come on, please. So broken wie das Spiel ist, wird's mich nicht wundern, wenn das gehen würde. Moment. Wie ich es nicht lassen kann, ne? Hier geht's wieder runter. Gut. Moment. So. Da kann man so. Ich kann es nicht lassen, ne? Ich möchte es probieren. Probieren geht über Studieren. Scheint ziemlich unmöglich zu sein. Nee, lassen wir es. So, gehen wir zum Geist. Oder soll ich mich vorher umsehen? Na, da ist noch was. Ja, aufpassen hier, ne? Wie schon gesagt, einer hat kritisiert, dass er da eine Spielmünze übersehen hat. Wobei, wie schon gesagt, das kann man nicht wirklich kritisieren, weil das ist seine eigene Dummheit. Und wenn ich was verpasst, wenn ich etwas verpasse, wie die Feder zum Beispiel, wenn das jetzt in dieser neuen Gegend nicht auftaucht, dann ist es natürlich meine Schuld. Und das jetzt auf andere, die Schuld auf andere zu schieben, finde ich fragwürdig. Naja. So, gibt es sonst noch irgendwo etwas? Ich habe das Gefühl, irgendwo gibt es sicher noch etwas. Ist ja nicht so. Es ist ja so.
ist ja nicht so, dass man dann nicht nochmal sich verwandeln kann, ne? Vielleicht dort oben. Die Feder wird gesucht mit dem Helikopter. Wuffelkopter. Wursch! Und... Nope. Nichts und wieder nichts. Schade, schade, schade. Ich habe aber das Gefühl, unten kann es nicht sein, wo ich schon war mit meinem eigenen Leibe. Und man musste auf jeden Fall näher ran, weil das rendert nicht gleich die ganzen Gegner und alles drum und dran. Das muss ich mir auch nochmal in Erinnerung rufen. Ist dort hinten was? Das schimmert so blau. Dort oben ist noch was. Gut. Eigentlich schon ein Wahnsinn, ne? Dass so ein großer Helikopter hier reinpasst. Oh, da sind hier noch mehr Dinger. So, yes. Und das finde ich zum Beispiel hier auch relativ schön, dass jetzt hier die Dinger nicht wirklich Deko sind, sondern einen Zweck haben. Und auf die Idee muss man halt dann kommen, ne? Ich glaube, eigentlich alles, was hier ist, wird benötigt, ne? Alles hat einen Zweck. Was ja auch oft kritisiert wird. So, stirb! Vielleicht muss man ja da jetzt so reinfliegen. Ist dort hinten irgendwas? Attacke! Kann ja sein, kann ja sein. Nope, vielleicht dort oben. Ach, das ist... Oh, da hätte ich vielleicht drauf gekommen, aber wir haben es gefunden. Yes, gut. Yes, oh, ich muss mich mal umsetzen. Ah. Und ich sehe wieder, Elgato spackt ein bisschen herum. Das Komische ist aber, letztes Mal, obwohl es herumgespackt hat, hat das nicht wirklich Nebenwirkungen gehabt. Ich musste einmal die Tonspur von Ingame Sound für 2 Sekunden verschieben in eine Richtung und dann war alles okay. Normalerweise bin ich das so gewohnt bei der Elgato, wenn da irgendwas herumklitscht, dass das nicht gleichmäßig dann asynchron wird, sondern am Anfang vielleicht ein paar Millisekunden und das dann hinreicht bis 6 Sekunden. Und da wird es natürlich sehr schlecht, das nachzukorrigieren, wenn das stetig anwächst, kann man sagen, ne? Gut, ich glaube, das oben habe ich ja schon geöffnet. Na, natürlich ist es jetzt nicht da. Das finde ich jetzt doofig. So, gibt es noch irgendwo hier die Automaten? Gut. Na, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ne? Aber ich sag's gerne noch einmal, besonders bei der heutigen Thematik. Ich finde bis jetzt das Spiel eigentlich ziemlich gelungen. Hab meinen Spaß, auch mit dem Erkunden, ne? Und um das geht's ja bei dem Spiel. Erkunden, erkunden, erkunden. Sich Gedanken machen, okay, was kann ich jetzt machen, was mache ich? Was mache ich jetzt? Wie kann ich das bewerkstelligen? Das sind so alles Gedanken, die, glaube ich, das Fundament sind, so ein Spiel zu spielen. Und nicht nur, weil ich das jetzt so sage und spiele. Es ist halt ein Collectibles und ein Open-World-Spiel. Was erwartet man sich da eigentlich? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Und ja, es ist ja schön und gut, dass ihr der Meinung seid vielleicht, dass ihr kleinere Welten bevorzugen würdet.
Und vielleicht das, dann mehr davon. Ne, mehr unterschiedliche Welten. Aber es ist nicht wirklich Kritik. Ich sehe das nicht als Kritik. Ich sehe das nur als Meinungsverschiedenheit. Und da sind wir wieder am Punkt angelangt, man kann es eben nicht allen recht machen. Natürlich kann sich ein Spieleentwickler an die Mehrheit richten. Und wenn jetzt sagen wir 70% sagen, sie lehnen das komplett ab und die anderen 30% feiern das ab, so große Welten. Vielleicht noch so komplex wie die Quanti GmbH, ne? Ich gehöre auch dazu, ich finde das genial. Ja, dann. Das kann man natürlich auch machen, ne? So den Spieleentwicklern sagen, ich möchte das so. Allerdings habe ich das Gefühl, dass viele dann einfach nicht sagen, ich möchte das so, sondern ändert das gefälligst nach dem Sinn, ne? Ich will das anders haben. Ich bin das wichtigste Lebewesen hier. Also, macht das. Ändert das. So habe ich das Gefühl, formulieren das viele Leute. Und wie schon gesagt, da werde ich wohl nicht so falsch liegen mit meiner Vermutung. Wenn ich mal denke, wie kindisch manche sind, ne? Stirb! Wie es traurig ist, ne? Sieht, die Freunde sind tot. Und jetzt ist es verwirrt. Stirb. Kann ich runter? Stirb. Gut, dann gehe ich mal da rauf. Kann man das irgendwie zerstören? Nope. So. Wo ist denn das? Das kann man aber nicht zerstören, oder? Auch nicht. Es hört sich also an, dass es dort ist. Ich habe es versucht. Also gehe ich jetzt rauf und werde mich zurückverwandeln. So. Wo ist es jetzt? Ah, da ist es. Yes. Hallo. Prima, du hast deine neues schon wieder neues Tonikum. Ja gut. Langsam aber sicher neigt sich das Ganze hier dem Ende entgegen, ne? Gut, 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 gut. So, dann lasset mich mal schauen, wo wir sind. Da haben wir 100%. Mal schauen, vielleicht haben wir schon so viel erreicht, dass wir hier auch die 100% haben. Ne? Rexdruck kriegen wir 2 Pages. Smilecard 1 sind 3. Also 15. 15 und wie viele Münzen haben wir? Okay. Plus 8, das sind dann noch 7, die uns fehlen. 7 Pages sind ja eh nicht mehr so wenig. Und Boss haben wir auch noch nicht, oder? Zumindest kann ich mich nicht entsinnen, den Boss gesehen zu haben. Das ist dann noch eines. Gut. Was wird hier gespielt? Was wird hier noch gespielt? So. Und sehr viele Schmetterlinge gibt es hier. Dann. Auf geht's. Vielleicht ist ja der Gegner ein Tresor. So. Da war was, ne? Und dann runterspringen wahrscheinlich. Gut. Yes! Wie es aber ausschaut, ist das hier jetzt sicher nicht der Ort zum Boss. Uns wurde ja schon gezeigt, so, dass da oben ein paar Teile sind. Was tue ich denn hier? War ich nicht im Laser drinnen?
Und so. Yes. Nein. Ach, come on. Jetzt muss man wieder warten. Hurra, hurra. Das kann ich, wie schon gesagt, verstehen. Solche Mechaniken, die man kritisiert. Das ist eine Kritik. Weil das... Ja, natürlich kann es sein, dass Leute auch Gefallen daran finden, dass sie hier warten. Gibt's ja sicher auch. Aber es ist halt wieder etwas, was das Spielgeschehen erleichtert. Kann man sagen. Ja, das ist jetzt schlecht gesagt, erleichtert. Aber es ist halt recht unnötig, weil... Was hat das Spielerteam davon? Oder ich als Spieler davon, dass es so ist. So. Nee. Moment. Ah, da, das ist auch recht interessant. Aufgerichtet, allerdings hier ein bisschen nervig. So. Jupp. Und rüber mit uns. So, jetzt bin ich schnell. Nein. Weil das geht jetzt zu Ende, ne? Hält aber länger als gedacht. So. Voll auffrischen, please. Ich finde es ja irgendwie ironisch, dass dort unten gibt Schmetterlinge en masse, wo man es nicht braucht. Und hier gibt's nichts. Oh Gott, wie soll ich denn das jetzt schaffen? Vielleicht warte ich noch ein bisschen. Stell mich ja mal schon gerade hin. Ja. Come on, please. Yes. Oh, das war knapp. Schnell rein, bevor da irgendwie was passiert. Passiert da noch was? Oder ist das jetzt egal? Egal. Mir ist es egal. Alles nur für 5 Dinger, ne? Sonst gibt's hier nix. Und wie schon gesagt, wir bräuchten insgesamt 140. Müsste hinkommen, ne? 140 sind 15. Ich habe ja vorher nachgesehen. Trotzdem möchte ich das nochmal nachschauen. So. Was habe ich gesagt? Rextro und Kart sind 3, also 10, 15. 1 ist sicher der Boss, also 14. 14 von den Münzen. Tja, das sind noch 50. Naja, ich habe da noch ein paar Spieleautomaten noch nicht. Und die sind auch noch wer. Die sind auch noch wer. Braucht ihr den Helikopter? Weil ich glaube, die wollen ja mit mir nichts zu tun haben hier. Ich fühle mich so einsam, die wollen nichts mit mir zu tun haben. Das möchte ich auf jeden Fall jetzt noch kurz abchecken gehen. Oder? Ja, komm. Dann haben wir das hinter uns. Los geht's! Es wäre interessant, wenn wir hier die Verwandlung brauchen für den Bossfight. So. Was willst du denn, du Horst Jürgen? Hallo, beachtet mich gar nicht. Ich bewundere nur den tollen Teppich. Oh, ist das der kostenlose Taxiservice für Ritter? Könnt ihr mir bitte helfen? Warum nicht? Grandios! Ich hatte heute Morgen hochadligen Stress und mein Busausweis ist vergessen. Hier ist mein Hinweis. Was? Mich dorthin zu fliegen, man Kinderspiel nennt, sofern man alle Bäume kennt. Verstanden? Alle Bäume, Kinderspiel, dieses Golfen vielleicht? Oh. Oh, na gut, na gut, na gut.
kann mir nur recht sein. Alle Bäume kennen. Ich gehe jetzt einfach da mal rauf. Weil das hat was mit Bäumen zu tun. So vielleicht. Hier wird es registriert, wenn wir im richtigen Ort sind. Aber wie es ausschaut, ist das jetzt nicht richtig hier. Wenn man alle Bäume kennt. Und ein Kinderspiel. Zu langsam, Freundchen. Möchtet ihr erneut versuchen? Puh, ja. Kamera. Alle Bäume kennen. Was soll das heißen, alle Bäume? Ein Kinderspiel. Ich würde ja Golf sagen, so Minigolf. Einfach weil Bäume Gott sind. Das ist gar nicht einfach, kann ich euch sagen. Ah, da hinten. Da hinten ist was. Puh. Das ist aber tricky, tricky, kann ich euch sagen. Gefällt mir, gefällt mir. So was Komplexes, was jetzt nicht so einfach von der Hand geht. Natürlich, wenn man es weiß, dann ist es einfach. Das ist aber bei jedem Spiel so. Wenn man es weiß, ist es einfacher. Es kommt aber auf die erste Erfahrung drauf an, ne? Kann man irgendwie schneller fliegen. Weil das wird relativ knapp. Nee, wir schaffen das nicht. Ich bin ja da. Das, seht ihr das nicht? Oh Mann, ey. Wo sind die schnellste Route hin? Vielleicht einfach so? Ich denke schon, ne? Da spare ich mir einiges. Gut. Dann schauen wir mal, wie es zeitlich geregelt ist, das Ganze. Naja, unter 10 Sekunden wird es schon. Und ich denke mal, das ist schon die schnellste Route. Das ist schon knapp. Bist du jetzt zufrieden? Ach, grandios. Von hier aus kann man perfekt den Teppich bewundern. Hier ist eure Belohnung. Ihr habt sie euch verdient. Yes. Spielmünchen. Überall München. Und ist auch eine gelungene Abwechslung, muss ich sagen, das mit den Münzen und dass man keine Pages einsammeln muss. Macht es für mich schwieriger, weil du da mehr sammeln musst. Aber auf jeden Fall ist es nichts Schlechtes, finde ich. So, du da. Was willst du? Voll reinflashen. Hallo. Grüße, edle Flugkreatur. Möchtest du einem Ritt vom Hamelot bei einer einfachen Reisequest helfen? Ja, warum nicht? Ausgezeichnet. Natürlich fordert der Kodex der Ritter, dass ich dir nur einen Hinweis auf mein Reiseziel gebe. Das Ende des Fluges, es war zu erwarten, ist irgendwo über dem Haus der Karten. Verstanden? Und sie reimen, ne? Also etwas, was die ersten Teile auch hatten. Haus der Karten. Den ersten Teil habe ich schon wieder vergessen. Achso, dort hinten wahrscheinlich, ne? Ah, ich sehe sie schon. Yes. Ja, was wüssten da oben? Müssten wir das sagen, oder ist das einfach so eine Taxifahrt, wo keiner was miteinander redet, ne? Da, 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 da. Give me your Münzen. Ja gut, mechanischer Drachenfreund. Hier eure Belohnung. Ich weiß, wie sehr Drachengold lieben. Yes. 5.
ist ja eh nicht mehr so viel. Nun habe ich absolut keinen blassen Schimmer, wo der Boss sein könnte. Wir haben ja eigentlich schon relativ viel alles abgeklappert, oder? Strange. So, hier müsste er sein, oder? Yep. Gab's noch einen vierten Dödel? Hallo? Du da. Was willst du? Guten Tag, Metallkrieger. Ich suche nach einem großen Schatz. Allerdings behindert mich derzeit mein Blähbauch. Ja, dann frisst nicht so viel. Möcht ihr diesen tapfernden Ritter da hier zu deinem Ziel begleiten? Ja. Nom nom nom. Frohe Kunden, geflügelter Krieger. Der Hinweis auf mein Zielort lautet wie folgt. Der nächste Ort, man glaubt es kaum. Der gute alte Lagerraum, verstanden? Der gute alte Lagerraum. Oh. Kann es sein, dass das da oben ist? Schauen wir mal. Ich glaube kaum, dass wir in irgendeine Röhre rein können, oder? So, wo ist das? Da hinten, ne? Dieses Gebäude. Das müsste ich jetzt, glaube ich, aufmachen. Da, schnell geht's wie ein Wind, schneller Wind, Windikus, was heißt das? Keine Ahnung, was ist da drin irgendwas? Nö. Gut, puh. Also in der Röhre rein, wo ist denn sonst ein Lagerraum? Der alte Lagerraum. Da können wir auch nicht rein. Der gute alte Lagerraum. Wie oft willst du das noch sagen? So oft, wie ich es kann. Hier ist nichts. Naja, das ist das Kartenhaus. Ich will da kurz reinfliegen, um zu sehen, ob das funktioniert. Mann, ey. Ich würde das noch einmal durchlesen. Dort oben ist aber nichts, oder? Wirkt auch ein bisschen komisch, dass da oben mein Lagerraum wäre. Dort unten auch nichts, oder? Nope. Vielleicht sehe ich ja von oben irgendwie mehr. Das wirkt wie ein Lagerraum. Mal schauen. Sehen wir hier irgendwo einen Ring? Nope. Zu langsam. Mann, ey. Müsste es eigentlich irgendwo dort drüben sein. Weil wir haben schon eigentlich alles abgeklappert. Ja, bitte. Einfach mal so gegen die Säule fliegen. Das mache ich auch jeden Tag. Hier ist nichts. Nichts und wieder nichts. Dort oben vielleicht. Nope. Wo kann denn ein Lagerraum sein? Ich möchte mir das nochmal durchlesen, ja? So. Du da. Was sagst du jetzt? Wampf. Ja, das ist mir schon klar. Ein Süderle, yep. Der Hinweis wie folgt. Der nächste Ort, man glaubt es kaum.
Der gute alte Lagerraum. Also man glaubt es kaum. Heißt, man kann in die Röhre. Gab es mehrere Röhren? Ich glaube schon. Mir fällt aber nur die eine ein. So, vielleicht hier. Durch das Gebäude. Würde zeitlich passen vielleicht. Attacke! Stirb! Und rein mit uns vielleicht? Ui! Kann das sein? Tresor. Okay, der falsche Wort. Man kann aber hier rein. Jetzt müsste ich nur wissen, wo der Lagerraum ist. Da ist... Moment. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab das Spiel geglitscht. Hey, da unten ist was. Uiuiuiui. Das sammle ich gleich. Voll die Strats, ey. Das gibt's ja kaum. Ja. Schauen wir das später dann an. Moment. Lasst mich das mal ausnutzen. Wo glitzert es? Irgendwie. Sehe ich hier irgendwo einen Ort? Moment. Sehe ich hier irgendwo einen Ort? Ah, da drinnen ist noch was. Immer noch so glitschig ab. Ich würde ja jetzt so weiter spielen, ne? Um zu schauen, ob da noch irgendwie was ist, was ich verpasst habe. Da oben lächelt mich was an. Was ist das? Wo war das? Kann mir das jemand erklären? Oh Gott. Oder kann man da jetzt durch Wände? Kann ich so vielleicht das eine erreichen? Schweinchen, du bringst mir Glück, wie es ausschaut. Ja, ja, ja. Zwar ist es ein bisschen nervig, dieses ständige Herumgetute. Ich habe aber Angst, dass dann alles verloren geht. So, wo war jetzt der Raum? Mal schauen, kann ich jetzt einfach hier so durch? Zu dem Gedöns hier. Ich hoffe mal, dass ich hier... Ja, ich kann da durch. Ich hoffe wirklich, dass das nicht mein Spiel glitscht. Oder mein Speicherstand. Kann man hier rein? So, ja. Oh Gott. Kann da trotzdem nicht durch. Also fliegen wir mal dorthin, wo wir eigentlich müssen. Oder sehen wir noch irgendwo, da oben ist eine Münze, oder? Ist das eine Münze? Schaut so aus, oder? Oder ist das die Kugel? Das scheint mir die Kugel zu sein, okay. Sonst noch irgendwo was? Gut. Und ich vermute mal, dass das dann später nicht mehr möglich sein wird. Ich denke mal schon. Es gibt ja auch hier jetzt mittlerweile schon ein Patch. Ein Patch-Patch. Für dieses Spiel. Und ich denke mal, das kann man so leicht erreichen hier. Diesen Zustand. Das sollten schon behoben haben. Behoben haben. Naja, mir kann es recht sein. So habe ich einiges gesehen. Auch wenn es lächerlich ist.
Ist aber egal. Also heißt das, dass wir das nicht machen dürfen? So, ist hier irgendwo etwas? Das Spiel kommt ja anscheinend hier nicht damit klar, dass wir das gemacht haben. Stromnetz, okay, da darf man auch nicht rein. Wo ist denn jetzt der Lagerraum? Das gibt's doch nicht. Da werde ich ja verrückt. Wo war denn die andere Röhre? Ich glaube, es war noch eine dritte Röhre da, oder? Sonst weiß ich jetzt nicht wirklich weiter, wo es hingeht. Komisch, komisch, komisch. Dort hinten ist nix. Achso, das war auf einer Palme oben, wie es ausschaut. Tricky, 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 muss man dem Spiel lassen. Genauso wie das hier. Ach, wo ist denn dieses? Wo ist denn das? Ich sage jetzt einfach mal nein und schau, wie es dann ist. Gut. Hoffentlich fliege ich jetzt nicht überall durch. Gut. Wenigstens bleibt es so. Dann schauen wir mal, ob wir da rein können. Du. Achso, so kann man auch rein. Gut. Das ist irgendwie so lächerlich. Naja. Kann mir ja rechtens sein. So. Dann schauen wir mal. Du. Ich bin in einem Dingsbums drin, in ein Gebäude. Ob das so sein darf, das weiß ich doch nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja, da hast du recht. Dann schauen wir mal, ob wir da drinnen was machen können. Können wir uns da nicht irgendwie durchklitschen? Ich hab da keinen Bock drauf. Tja, was wollt ihr jetzt machen, ne? Können die mir da irgendwie was anhören? Jupp. Attacke! Wo ist denn der Laser? Der ist da. Hey, da ist der andere. Wo ist denn der? Naja, dann kümmern wir uns mal um so ein Dich. Was denn? Ich hab nichts gemacht. Ihr könnt es nicht beweisen. Ne. Moment, bist du der Kerl, der Leute was für Lau rum kutschiert? Wie wär's? Tust du mir den Gefallen? Ja, wenn es so funktioniert. Erste Sahne, gut Kumpel, hier ist mein Hinweis. Bahn dir den Weg, stürm tapfer vor, bring mich in das Kino, in den Kinotrast. Gut, dann müssen wir da sogar rein. Das ist merkwürdig. Der Tresor war jetzt wo? Was ist das jetzt für ein Ort? Sag mir nicht, das ist jetzt der Lagerraum. Tresor. Wollt ihr da doch nicht hin? Wo wollt ihr da nochmal hin? Zum Tresor. Und das ist der Tresor. Oder war da oben was? Okay, jetzt ist wieder alles normal. War ein cooler Ausflug, ey. Zum Tresor will der. Warte, wo ist denn das? Puh. Lasst mich einfach mal schauen, wo ich bin. Ja, da oben ist was. Also, was? Was ist das für ein Ort? Mami, hab Angst.
Ist das der Lagerraum? Das ausschaut schon, ne? Ja gut. Dann wissen wir, wo wir den anderen hinbringen müssen. Das ist komisch. Ist das wegen dem Herumgeklitsche? Wahrscheinlich schon. Können wir dich vernichten? Nein. Nein. Dorthin. Vielleicht ist da was. Irgendwie ist das alles so komisch hier. Naja. Dann rein mit uns. Mal schauen, ob das Richtige ist. Stromnetz, nein. Er will zum Tresor. Wo ist das? War das dieser eine Ort? Ich weiß schon nicht. Ja, schauen wir mal. Das war nochmal versuchen, ja. Ist jetzt wieder die Glitch-Version? Ja. Gut. Tresor. Ich wäre jetzt irgendwo lang geflogen, nämlich. Wo ist denn dieser Ort? Dieser Ort, der wird kein leichter sein. Dieser Ort, der ist hier. Gut, ich weiß nicht, wo der Ort ist. Ich habe hier halt auch wenige Anhaltspunkte. Wo wollte ich da noch hinten? Ja, da hinten ist es. Ich sehe es. Wir werden es aber rechtzeitig nicht schaffen. Das ist zeitlich aber ziemlich fies. Komm! Yes! Gut. Yes. Schau stark. Das war eine erst krassige Fahrt. Ja. Nur gut, vergiss deine Belohnung nicht. Du bist in Ordnung. Yes. Wo ist es? Okay, wie komme ich jetzt da rein? Ah, da ist es. Nein, ich möchte dich nicht. Busch. Geh weg, du Schwein. So. Rauf mit uns. Und zum anderen Schweinchen. Das müsste ja dort sein, oder? Da ist ja das Kartenhaus. Nein. Nein. Doch! Oh! Wo sind das Kartenhaus dort? Gut, und der Tresor, der Aufenthaltsraum, der war jetzt da hinten. Gut. Hallo, Schätzchen! Ich weiß was Besseres hier jetzt, oder ich weiß mehr über die Weltbescheid und alles drüber rein. Ja! Wampf, Metal-Krieger! Metal-Krieger, yes! Ja. Was in mich nicht so voll. Der nächste Raum, glaubt man kaum. Lagerraum. Das passt auch, weil das glaubt man kaum, dass da oben auch noch ein Raum ist. Auf geht's. Jeez, da drüben. Da war ja was. Das geglitscht. Ich habe ja auch schon mal gelesen, dass anscheinend hier in dieser Welt irgendwas. Ja, glitschiges sein soll, was man unterlassen soll. Weil das ziemlich böse enden kann. Im Spielstand. Ja, schau mal. Bis jetzt läuft ja alles gut. Na, ein guter Flugkrieger. Holt euch jetzt noch wirklich doch draußen die Belohnung ab. Okay. Ich möchte aber mal kurz was probieren. Das kann man nicht zerstören, kann man das da zerstören. Das schaut spektakulär aus. Okay. So, dann holen wir uns hier die Teile. Und dann hauen wir ab, einfach zum Tresorpunkt. Ich weiß immer noch nicht, was wir hier machen sollen. Man euch zerstören, habe ich ja aber schon, ne? Attacke! Der Laser, der stört auch hier. Nein. So, ich gehe jetzt mal zum Knotenpunkt. Ich
hoffe mal, alles wurde gespeichert. Und ich hoffe, dass jetzt hier nichts. Gut. Ladebildschirm ist da. Gut. Dann hoffen wir mal. Hoffen geht über hoffieren. Was heißt das? Keine Ahnung. Lass mich. So. Da ist alles normal. Ja. Aber wow. Summen anschauen. Die 200 wurden jetzt gespeichert, oder? Jupp. Die Münze kriegen wir noch. Gut. Ich denke mal, jetzt ist es eigentlich mal an der Zeit, Schluss zu machen, oder? Haben heute eh einiges erlebt. Aber so einiges. Das glaubt man kaum, ne? Kann man doch auf. Nope. Gut, dann würde ich sagen, Leute, wir werden den Rest erkunden, was uns auf jeden Fall noch möglich ist. Werden wir dann im nächsten Part dann so erkunden und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Natürlich geht es dann mit der anderen Welt weiter, ne? Mit der dritten Welt, die wir voll übersprungen haben, ey. Naja, Leute, das war's. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, es ist schon so Ende. Ach ja, nein. Aber es geht ja gleich wieder weiter, ihr beiden. Yes!